Außerdem, du kannst den ja nicht bedienen hier. Du willst das nicht machen. Was also sollst du machen? Du stehst doch da nur still jetzt mit deinem neuen Spielzeug. Ja, guck, der ist also ein neuer Teil nur am. Jeder Pups wird jetzt hin und her gefahren. Ist ja elektrisch. Ja, guck mal. Sogar im Stabler, super. Ich weiß gar nicht, wie wir das vorher ohne gemacht haben. Der kann sie alles mitmachen. Weißt du, brauchen einen neuen Radlader. Und was haben wir noch letztens gesagt? Wieso? Den haben wir jetzt repariert. Und so ein Bumsteil. Wieso? Der hat sich schon super rentiert. Ja. Was wir da schon alles mitgemacht haben. Ja, hast du da damit schon Geld verdient? Nee, wie soll ich denn mit dem Gabelstapler Geld verdienen? Ich weiß nicht. Hast du ihn schon vermietet? Nein, also ich bin noch nichts ein. Warum soll ich den Gabelstapler vermieten? Nur Ausgaben. David, bist du fertig? Ja, also heute läuft es ein bisschen anders als geplant, weil wir ein Kälbchen bekommen haben während des Melkens. Und nun müssen wir gucken, wie wir den Tag neu strukturieren. Wir haben jetzt die Biesmilch, die aufgetaute. Da messe ich noch einmal mit dem Thermometer, ob das jetzt auch passt von der Temperatur. Aber sieht alles gut aus. Also mindestens Körpertemperatur bei der Kuh ist es normal immer 38,5. Die hat jetzt 39. Aber bis sie jetzt beim Kalb ankommt, ist ja auch schon wieder ein bisschen abgekühlt. Von daher passt das. So, dann wollen wir dem Lütten mal was geben. Ja, geht gleich los. Na, Mucki. Wie geil die denn? Wollen wir erst mal gucken, was es ist, ne? Oh, ein Madel, ein Mädchen. Mädchen ist gut. Also zumindest für unsere Milchproduktion ist Mädchen gut. Aber wir machen ja jetzt auch eine kleine Fleischmasse, von daher wäre Männchen auch nicht schlecht gewesen, aber ganz hübsch, ne? So, komm mal her. Durst hast du bestimmt. Probeschluck. Das Kälbchen kam heute Morgen während des Melkens zur Welt. Und ich habe heute Nacht schon oder gestern Abend schon gesehen, dass die Kuh so ein paar Anzeichen gibt für eine Geburt. Also die Milch tröpfelt dann meistens aus dem Euter schon raus und die Beckenbänder hinten am Schwanz fallen so ein bisschen ein. Macht so ein bisschen Nestbau. Biesmilch ist praktisch die erste Milch, die eine Kuh nach der Geburt gibt. Also praktisch die Muttermilch, aber eben die erste. Die ist eben am nahrhaftesten für so ein Kalb und hat auch den höchsten Wert an Immunglobuline. So ein Kalb kommt ja ohne ein Immunsystem auf die Welt. Und je früher da jetzt die Immunglobuline aus der Biesmilch an den Darm kommen, wo sie dann letztendlich ins Blut gelangen, desto besser ist das fürs Kalb. Wir nehmen jetzt nicht die Milch von der Mutter, weil die ja direkt nach dem Melken gekalbt hat. Und dann hatten wir die Melkmaschine schon aus und alles sauber und dann für eine Kuh nochmal alles anschmeißen. Das war dann unnötig und die war sowieso am sauber machen und am ablecken und dann lass sie da lieber das Kalb trocken lecken und jetzt kriegt es mindestens genauso gute Biesmilch. Scheibenwischer eigentlich? Nein. Der geht nicht. Wieso geht denn der Scheibenwischer nicht? Weil er nicht geht. Der wurde doch erst ausgetauscht. Das ist anderthalb Jahre her. Außerdem hat das nichts mit dem Wischerblatt zu tun. Ey, sag mal, du kriegst auch alles kaputt, ne? Wirklich. Ich gehe dafür, wenn eine Sicherung durchbrennt. So, ja, ich sehe auch gar nicht. Also das ist. Mensch, hier machen wir mal einen auf manuell. So, wo ist dein Problem?
Noch weniger als vorher. Obacht! Noch weiter? Schatz, mach doch einfach mal! Das ist von einer Güllelagune-Gemeinschaft. Die Folie, die bei uns abgelagert worden ist. Und die Beteiligten haben sie nie entfernt. Das machen wir jetzt und teilen die Kosten, von denen sie noch nichts wissen. Wie willst du denn jetzt da reinkommen? Aua! So, und jetzt rennen wir mit! Schatz, gib mal Anweisungen hier, ich sehe nicht! Ja, dann fahr doch nicht, wenn du nichts siehst! Dein Scheibenwischer funktioniert nicht! So! Guck! Geh dann mal noch höher! Noch ein Stück! Gut, jetzt auskippen und aufmachen. Also mir wäre schon lieber, dass mein Mann das jetzt macht. Aber ich muss das ja auch mal ein bisschen lernen. Ne? Diskutieren ist ein sehr wichtiger Aspekt in unseren Tagesordnungen, weil wir einfach komplett unterschiedliche Ansichten haben. Und ja, wir versuchen halt immer irgendwie einen Kompromiss zu machen, aber meistens... Du brauchst gar nicht zuhören. Aber meistens setzt der eine oder andere sich doch dann durch mit seinem Dickkopf. Und dann wird es halt gemacht, so wie der eine das gesagt hat. Ich kann besser ohne Druck arbeiten bei solchen Sachen. Und bei meinem Mann habe ich immer das Gefühl, immer links, rechts und die Lüte, das immer ein bisschen ausprobieren. Also entspannt ausprobieren, wenn ich mal einen falschen Knopf gedrückt habe. Merkt das keiner? Ja, aber jetzt habe ich schon wieder so eine dumme Folie da hängen, aber gut. Ich gehe jetzt meine Milch abfüllen, fahre nach Hamburg und Jenny macht hier erstmal weiter. Aber mein Mann mag ich, wenn wir zusammen arbeiten, dass er von uns beiden eigentlich eher der ruhigere ist. Aber eigentlich hat er eine sehr schöne Art dabei. Wenn er auch mal Lust hat, erklärt er auch sehr gerne. Ich bin aber auch manchmal mittlerweile nach jetzt 5,5 Jahren auch einfach genervt von der Art und Weise, manchmal wie er so mit mir umgeht. Und ich merke auch schon, dass ich auch so werde. Also auch manchmal so ein Zurückkacke, so richtig so. Aber eigentlich versuchen wir manchmal doch nochmal Witz und Charme reinzukriegen. Eigentlich haben wir uns ja auch lieb. So. Der Besser kriegst gerade nicht hin. Bin gespannt, was gleich mein Mann sagt. Der ist ja, da muss ja gleich aus der Molkerei kommen. Der wird sich bedanken, wie toll ich das gemacht habe. Pauli, nicht du! Spinner. Ja, wer ist das? Ist das Pauli? Ist das Pauli? Langsam, Pauli. Ich bin jetzt kein Profi darin, wie mein Mann da so einen ersten Blick dafür hat, ob das Kälbchen gesund ist, aber es nimmt mich wahr, es sieht mich, es reagiert auch auf Pauli. Also
Und es sieht so niedlich aus, finde ich. Alles dran. Es hat ja schon einmal Biestmilch bekommen, mein Mann. Aber ob es jetzt vom Euter getrunken hat, das weiß ich jetzt zum Beispiel noch nicht. Also wir müssen halt da ein bisschen drauf achten. Wie ihr seht, trinkt es auch recht tief. Wir müssen mal schauen, ob es da rankommt. Ja, ihr Lieben, heute lief alles anders als geplant bei uns. Aber dafür haben wir ein gesundes und sehr süßes Kälbchen bekommen. Ja, so läuft das eigentlich fast jeden Tag bei uns ab. Nichts wie geplant, immer spontan. Wenn ihr Lust habt, folgt uns doch weiterhin, kommentiert unsere Videos. Wir freuen uns. Oder so ähnlich.